Diese Schweinehaltung ist illegal. Kein einziges Schwein in Österreich darf mehr so gehalten werden. Das ist die Interpretation der VGD-Rechtsexpertinnen zum aktuellen Tierschutzgesetz. In dieser neuen Aufdeckung zeigen wir, was die bisherige Haltung auf Vollspaltenboden für die Schweine bedeutet und was sich nun ändern muss. Die Aufnahmen aus einer Schweinemast im steirischen Bezirk Leibnitz zeigen Tierleid, wie es in den letzten Jahren regelmäßig vom VGT aufgedeckt werden musste. Die Schweine werden auf Beton-Vollspaltenboden gehalten. In den Buchten gibt es keinen Bereich, der eingestreut ist. Der harte Spaltenboden muss auch als Liegefläche genutzt werden. Schwere Verletzungen und Krankheiten sind die Folge. Das ist nach nun geltendem Recht jedoch illegal. Seit 1. September 2022 muss Schweinen eine physisch angenehme Liegefläche geboten werden. Beton-Vollspaltenboden ist es eindeutig nicht. Schleimbeutelentzündungen, Wunden an den Gelenken und Liegeschwielen wären bei eingestreuten, weichen Liegeflächen für alle Schweine vermutlich nicht entstanden. Die Gesetzesänderung liegt dem jahrelangen Einsatz der TierschützerInnen und den Aufdeckungen des VGD zugrunde. Erst durch diese unermüdliche Arbeit konnte erreicht werden, dass die entsprechende Passage im Gesetz endlich korrekt aus den EU-Vorgaben übersetzt wurde. Konventionelle Vollspaltenbodenbetriebe können die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllen. Vollspaltenboden kann nicht physisch angenehm sein. Der VGT hat Anzeige erstattet.